Heute hatte ich eine Menge zu tun. Deswegen komme ich ein bisschen sehr spät mit der Reaktion, aber was soll's? Die Essen, die Vorreaktion zu Sunshine Paradise und die auch später kommen natürlich heute. Und damit hallo Leute, mein Name ist sozusagen Inzog und willkommen zur Sunshine Paradise Reaktion Episode 4. Ketseyo Hural. Okay, das wird interessant. Let's go, kitty kitty kitty. Mal schauen, wie die Episode wird. Und ja, ich habe natürlich wieder, nachdem ich es im letzten Part vergessen habe, meinen Shadow-Sozial dazu ausgepackt. Nur wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir uns in diesem Raum hier befinden. Na dann, los geht's. Was? Das Intro habe ich ja schon komplett vergessen und den Charakter. So, jetzt gibt's erstmal den Copyright. Ah, halt, der ist nicht Copyright. Total versprochen. Den Term-Song. Und wir beginnen. Mal gucken, wie es weitergeht. Nachdem wir letzte Woche getan haben. No! Ja, im Thema Training weiß Megan, wie man hart trainiert. Oh! Sind die Beine abgebrochen? Sheriff's Office, Maggie speaking. I believe I have something that belongs to you. Er spricht da. The next words I hear from you better be, I'm so sorry I took your things. I'm coming to give them back right now, so you don't hunt me down and kick my ass. Help. No. Ja, das ist die Katze. I'm calling to offer you a deal. If you want your stuff back, meet me at the Crazy Coconut Theater inside the Port Aurora Casino. Bring my mask. Come alone. Sie ist im Baum. Or I could just take you down right now. I'm just trying to get ice cream ingredients. Nein, das war der Eiscreme-Verkäufer. Okay, das ist ja eine Band. In einer Episode. Don't turn around. Just hand me the mask, okay? Sie wollte nur ihre Maske zurück. Thanks for bringing the mask back. I never do a job without it. Whatever makes you feel comfortable. You want a blankie and some warm milk too? Maggie, I think we've got. Und die Maske fühlt sie sich nicht selbstsicher. Why don't we start over? Hi, my name's Whisk, and I need to ask you for a favor. No, teacher. I'm being quiet. I'm being quiet. Don't send me to the principal's office. Das ist eine gefährliche Waffe. I'm tired of being a criminal. Between the danger, the stress, and the overbearing boss, I think I need a career change. But new lives are expensive, so I need to do one last job to get myself out. Now, if you help me do that, I'll give you your stuff back. I'm not robbing innocent people to pay for your mistakes. Relax, our marks are far from innocent. Du einfach nur jetzt sagst so. Was zum? Wer sind die denn? Fucking Domain, die. Joy Plus. They're big time magicians, but they only got there by conning and scamming their way to the top. You stole the magic trick I trusted you with! That was a million tally idea, and now I have nothing! Oh, please. You have the honor of having met us. Tag, tag! Uh-oh. All those ill-gotten gains get stored in a safe deep underground. But the safe room's been infested by bugs recently, so they're closing it down for fumigation. Oh no! Was zum? While that's happening, the security in the room is lowered. Ja, euch würde ich gerne loswerden, aber das ist wieder mal nur ein Lügenkopf. But if I catch a whiff that you're up to something, I'm bringing you down. You hear me? Loud and clear, partner. Well then, first step of the plan, we need to steal their safe keys.
Wow. Bottle Flip. Den kann ich sogar in Videogames. Good teamwork, partner. Hello, sir. My name's Melanie. I'm a journalist, and I was hoping to have an interview with you. Die Brille von Maggie. Der trägt das Blick! Er hat ihn unter Hose. Shame. Maybe I'll just interview your brother then. No, no, that will not be necessitating. Come in, schnell! Große Künstler und Interviews. So, von allem, das ist so eine schöne Anspielung auf diesen einen Inkling-Anzug, den sie damals hatte in Schulepisoden oder anderen Lernepisoden. Da hatte sie genau so ein Outfit, wo sie eine Brille mit einem Bleistift trug. Oh, Vorsicht vor den Tiger! Leroy, listen! That was the last time I performed with my brother. I can no longer live. Vermutlich haben sie sich aufgeteilt. Ja. Um jemand. Hey, was hat Tari da im Hintergrund? Von einem SG vor Tari. Ein Easter Egg. Das ist nicht die Mesh von Tari, das ist SG vor Tari. Aber na gut, spielt ja auch in diesem Universum. Yes, that is what he is. A spotlight stealing thief. Cat burglar. My gas gun. Sie hat das Glassblow vergessen? So geht's auch. Sorry, Leroy. I will call you back. Wow, die kann gut Stimmen verstellen. And these pictures when I travel with the Pussy Bomb Ballet. Wonderful girls. Das Schwierige ist der Tiger. Please continue. You know what my readers would love? A behind-the-scenes look at how you trained your tiger. Like, if you wanted him to, I don't know, pin someone to the ground for a while? Oh, that's easy. You just point and say, tig tig, wrestle schlaus. Like this? Tig tig, wrestle schlaus. Oh! Oh, no. Oh. No, tig tig, well, no. That's all I need, my readers. Thank you. Bye! Sie hat ihn ausgetrickst. Took you a while. Just got held down for a bit. Oh, right, Aubrey. So, where to next? We're going to crash a party. Eine Wolfsmaske. Just let me do the talking. Sorry, ladies. Area's off limits. That's so? Well, how about we... My mask! So I'm so sorry, dear. Oh, nein. Let me clean that for you. No, that's fine. I could just... I mean, please give me my... Oh, nein. Die Maske ist runtergefallen. No, she is not okay. I don't know what you people put in the Flopso Puffs here, but they have made her sick as a dog. Cat. Take it up with the kitchen staff, not us. Well, we will have to take our client's business elsewhere. Zum Glück ist Maggie sehr schlau. Know exactly which two guards are to blame for losing Foy and Doy's money. Hold on, you work for the Malloy brothers? Why else would we have their security keys? Go get help! Yes, ma'am. And don't take people's stuff, it's wrong. Usually. Hat geklappt. Thanks for giving me my mask back. Again. Don't mention it. I have a friend back home who's pretty anxious around people. She has her coping methods too. A lot of ducks. Just a little weird seeing it in a hardened criminal. I never wanted to be a criminal. It's just I was young, foolish and in debt once, so I thought, hey, bin froh, dass sie sich anfreunden. Ich mag den Charakter eher als guter. One thing kept leading to another and now I'm here. Well, once we pull this off, you can put that all behind you. Right?
Get ready. Uh-oh. Eine Menge Laser und auch noch irgendwelche Atemprobleme. Was ist hinter der Tür? Jo! Geht die Luft aus. Nein! Junge, ist sie gelenkig. Oh, und ihr ging langsam die Luft aus. Glück gehabt. Thanks. I thought you were gonna leave me there. I figured if this heist is to pay my debts, I may as well make us even too. Besides, I'm going to need your help for this next part. Uh-oh. Die haben's rausgefunden inzwischen. Now we will make you disappear. What's the plan? Just get to the center of the room. Sie unten. That won't work twice, meiner Wichser. Oh. Der hat echt Flaschenstöpsel reingepackt. Oh, klappt doch zweimal. Oh, Vorsicht vor Karten. Karten können gefährlich sein. Aber die Magier haben nicht mehr drauf anscheinend. Sie haben die Rettung vorbereitet. Sag jetzt nicht, das ist der Typ vom Hotel. And this is yours. Yes! Finally! What's so special about that camera anyway? Hey, you got your coping mechanisms, I got mine. Whatever. You know, we make a great team. Maybe we can work together again on something bigger in the future. But this is your last heist. You're starting a new life after this. Wenn die wüsste, dass sie mal ein Officer war, offiziell. Yeah, a new life where I steal for myself and not other people. Oh, you thought I meant stopping entirely? Oh man. Oh, I mean, sure, I'll stop eventually, once I make enough to retire. I mean, who knows what the future holds? I do know what your future holds! It's jail! Oh! What? Ori? Deputy? Yes, it is I! Deputy Ori! But lol, das habe ich jetzt nicht kommen sehen! Well, let me start from the beginning. Achso, er hat alles mitgehört unter dem Piano. As soon as I managed to extract myself from my musical predicament, I trusted the supervisor, but I knew that you were tricky. Wow. Das habe ich ihn jetzt nicht erwartet. Deswegen war er auch weg. Next was to neutralize you, and I knew your map. Und der Rama war er. Lol. It's wrong. Why'd you have to disguise as a woman, though? And finally, to cut off your getaway. Ja? Mit dem Pupschläger? Ach du Schande. Ingenuity and intelligence wins again. That was actually really impressive, Deputy. Das kam echt überraschend. I swear I'll never steal again. Please let me go. After you tricked the supervisor, robbed a bunch of people, and tried to attack us, no way. Sorry, Whisk. Maybe a timeout will be good for you. You'll have time to figure out who you really are. Na toll. Die Arme. Oh, that's not my fault. They got you too, huh? Yeah. Think the boss is going to be mad? Probably. Ich hoffe, sie werden trotzdem Freunde. We return the money and you got your thing back. Sie hat jetzt Kamera zurück. This means you're gonna continue your vacation now, huh?
I actually wanted to talk to you about that. I came to this island for fun and adventure. And hanging out with you, I've actually had a lot of fun and adventure. So, maybe I'll stick around and keep helping out around here, partner. Yeah! Hey, Ori, say woomy vroomy. Woomy vroomy! You know, supervisor. Oh, I mean, partner. If you wanted a camera, I could have just given you one. Oh, thanks, but it's not the camera that's important. It's the memories in it. Whenever I get upset, I just have to look ist auf der Kamera das Erinnerungsfoto von damals? Die neue Internet-Plattform bietet die beste Leistung und umfassendste Hardware unter... Diesmal nicht. Ja, das Erinnerungsfoto! Ich wusste es! Auf der Kamera ist das Erinnerungsfoto vom Teaser. Trailer. Oh, das war ja cool. Und natürlich hat er eine abgewandelte Form verwendet. Spulen wir nochmal ganz kurz zurück, denn... Ich will nochmal einen genauen Blick machen. Denn natürlich hat er ja ein bisschen verändert. Und, gute Entscheidung, Mario abzudecken. Nämlich, sonst wäre Nintendo nämlich Gefahr hier gewesen. Bei Fishy und Bob kann man es noch nicht mal erkennen, so richtig. Schön, dass sie das Erinnerungsfoto eingebaut haben. Das war doch eine schöne Episode. Und ganz ehrlich, ich hätte niemals ihn erwartet. Aber ich hoffe trotzdem, die beiden werden Freundinnen irgendwie. Denn ich finde diesen Katzencharakter echt klasse. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Jetzt ist sie ja bei ihr und kann nicht mehr kommen. Mal schauen, wie das ausgeht. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und... Bye.